Keine XL-Pokémon, keine legendären Pokémon. Das wird häufig gefragt, vor allem auch, weil ich Alola Vulnona so häufig verwende. Ein Oldschool-Starter-Team machen wir heute. Bisaflor und Impoleon hatte ich schon richtig lange nicht mehr. Zur Feier des Tages, weil wir wieder Starter-Community-Days bekommen. Serpifeu mit Flora-Starthilfe Serpi-Royal. Und ja, genau, es geht wohl weiter mit den Bisaflor. Das Ding muss ich wegbekommen. Ich meine, mit Impoleon kann man das auch noch ganz gut wagen. Wegen Stahl. Aber ansonsten hängt es hier leider davon ab, wer mogelt eine Sofortattacke durch. Ich hasse diese. Ah, okay. Weil ich nicht direkt angesetzt habe, seht ihr? Hat man direkt was durchgemogelt. Und jetzt werde ich die erste schilden, weil die zweite ist dann ansonsten... Okay. Wenn... Und du hast sie auch jetzt geschafft, weil irgendwie meines umgestanden ist und ich dann nicht so genau wusste. Aber macht nichts. Wow, ich habe bester Kumpelschleifel. Stimmt, habe ich ja fast vergessen. Weil das ist ein 100er. Du schildest es auch direkt. Mal schauen, wer den Gleichstand gewinnt. Und jetzt hast du eine extra durchbekommen, aber das macht mir jetzt nichts. So, ich dachte, du wirst auch sofort drücken. Genau, denn eine Flora-Statue kann den Impoleon ganz gut wegstecken. Was meint ihr, soll ich jetzt auf die Flora-Statue gehen und dann mit dem Impoleon vielleicht sogar runterfarmen? So, ich bin mir nämlich unsicher gerade bezüglich Energie. Okay, ich vermute, das war ein Gleichstand und den gewinne ich, denn ich bin ein 100er. Da muss man schon sehr, sehr schlechte IV haben, um den nicht zu gewinnen. Genau, das war ein Gleichstand. Ja, dann lassen wir das mal so. Und kommen mit dem Impoleon hinein. Einmal Schilden runterfarmen. Oh, das fände ich genial, wenn du es zulässt. Einmal Schilden runterfarmen. Wenn man Bisaflor vorne hat, hat man definitiv irgendwas gegen Feuer. So ein bisschen parat. Also mal schauen. Okay. Leider habe ich Erdbeben. Ich habe überlegt, Schlammwoge. Du lässt es also nicht zu. Bei Sumpex in der Aufstellung, aber ja. So, ein bisschen Energie können wir uns noch holen. Und weil ich aber nicht mitgezählt habe, sind wir nicht allzu gierig. Denn bei 8 hast du schon die Attacke. Bei 8 ist gute Nacht. Okay, aber das Bisaflor ist noch nervig, weil ich habe keinen Schild drüben. Na und das Bisaflor hat, glaube ich, ein bisschen Energie. Das war kritisch. Solche Sachen sind riskant. Togekiss kommt rein und ich konnte dich nicht direkt bestrafen. Moment. Oh, schade, du erreichst hier noch knapp die Attacke, weil die eine Kaskade dann bei Togekiss ankam wegen dem Wechsel. Ärgerlich. Na gut, aber offenbar bist du schwach gegen Wasser. Komm, gib mir ein obwohl Fiaro würde ich verlieren. Auch Glurak. Glurak würde ich nicht verlieren. Obwohl mit Feuer, oder? Moment, das wird noch eine kritische Angelegenheit. Ich überlebe eine lohe Kanonade, aber nicht, wenn ich schon den Feuer-Odem-Schaden vorher drauf habe. Na, komm schon. Sumpex enttäuscht mich nicht. Jawohl, Feuer-Odem generiert zu langsam die Energie. Ja, also manchmal kann es schlau sein, die Führung zu gewinnen und deinen Schild in den Rückstand zu gehen. Manchmal kann man auch wagen, okay, jetzt wird ordentlich runtergefarmt. Und ich glaube, ich hätte wirklich runterfarmen können, wenn der Gegner nicht gewechselt hätte in Togekiss hinein. Denn da kam eben dadurch eine Kaskade. Ups. Eine Kaskade kam da dann bei Togekiss an und genau diese eine Kaskade hat noch gefehlt. Bei Bisaflor, dass es nicht zu noch einer Flora-Statue kommt. Gut. Starter sind einfach ultra stark. Aber man benötigt, das Ding ist nervig. Man benötigt auf jeden Fall die Attacke, die Community Day Attacke bei allen. Und, boah, bitte setz nicht ein. Ich hoffe, das war kein Gleichstand. Ich vermute nicht, oder? Würde ich den gewinnen gegen Rex Blizzard? Und jetzt gehe ich rüber und schilde nicht. So. Oh, das war ein Gleichstand. Ach, schade. Na gut. Ich habe 7 Attacken eingesetzt. Das heißt, es wären noch 2. Ich versuche. 1, 2. Oh, Sole mio. Eine Eisattacke bei einem Stahlwasser-Pokémon. Jawohl.
Jawohl. Okay. Okay, okay, okay. Habe ich den Bohrschnabel vor dir? Nein, habe ich nicht. Ja, schilden ist unnötig, weil dann schildest du und farmst mich runter. Das ist böse. Das ist irgendwie böse. Oh, schade. Warum hast du eine harte Bestrafung dagegen mich? Was soll das? Was soll das? Ne, gleich einsetzen. Okay. Wenn du das nicht schildest, bist du weg. Wenn du das nicht schildest, bist du weg. So schön abgefangen. So schön abgefangen. Na gut. Jetzt kommt das Ding wieder rein. Ah, das wird böse. Wenn du schildest, habe ich verloren. Ja, das habe ich verloren. Ich brauche Schlammburge. Ich brauche die Schlammburge, leider. Das kann ich nicht machen. Ich habe nichts gegen Rex Blizzard jetzt in der Hand. Vielleicht zwei Aquahobbitzen oder so, aber... Ja. Schade. Hier Schlammburge und der Kampf wäre vorbei. Aber du weißt ja nicht, dass ich nicht Schlammburge habe. Also vielleicht wechselst du aus Panik jetzt schnell raus oder so. Sind wir mal ehrlich, du setzt hier Meteorologe ein. Huch, ich bin überrascht. Ich bin schockiert, dass da nicht der Energieball kommt, der sehr effektiv ist. So. Jo, Rex Blizzard, ich habe das Team in PvPoke eingegeben. Und Rex Blizzard war ein nerviges Pokémon. Huch, ein Köder? Hätte ich nicht gedacht. Das hätten wir jetzt alle nicht erwartet, oder? Ich glaube nicht. Na gut, eventuell beim nächsten Mal doch nicht abfangen. Auch wenn das ziemlich genial war, aber wenn dann direkt eine sehr, 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 sehr harte Bestrafung kommt, wie ein Macho, da machst du nix. Das Ding hat nach 5 Countern die Ladeattacken. Die Sofortattacken machen schon so viel. Okay. Das ist nicht so toll. Das ist für uns beide aber in Wahrheit nicht so toll, weil Toxicroak hält ja auch nichts aus. Schauen wir mal. Machen wir ein bisschen Vorarbeit. Machen wir ein kleines bisschen Vorarbeit und werden... was werden wir tun? Eine gute Frage. Tun wir den hier? Machen wir den hier? Vielleicht kann ich irgendwas rauslocken. Okay. Lapras. 3, 4. Na gut. Weil mit solchen Teams, wenn man zweimal Wasser zum Beispiel hinten drin hat... Dann muss man ja vielleicht irgendwas rauslocken. Natürlich schildest du die erste Attacke, aber ganz klare Angelegenheit, dass du direkt die erste Attacke schildest. Sowas von klar. Warum solltest du auch irgendwas anderes machen? Das ergibt dir keinen Sinn. Natürlich schildest du sofort. 3, 4, wirst du einsetzen? Nein, du wirst nicht einsetzen. Jetzt nicht schilden und runterfarmen. Aber ich habe Empoleon. Und Empoleon ist mal die krasseste Antwort gegen Lapras, die es gibt. Denn Lapras hat nichts, auch nur annähernd irgendwie neutral oder was auch immer. Das Ding, oh schade. Das Ding kann nichts gegen einen Empoleon machen. Aber rein gar nichts. Und ich kann vielleicht runterfarmen? Könnte es das werden? Nach 100 Energie holen? Mal schauen, was da jetzt reingedrückt kommt. Ein Surfer, ja. Da kannst du noch so einige Surfer einsetzen. Okay, du lässt es nicht zu. Dann werden wir zweimal Schilden runterfarmen. Oh, keine Ahnung. War schlau von dir, hier zu wechseln. Schnell rauszuwechseln. Schlammbombe kommt hier reingedrückt. Bitte schaff keine dritte mehr. Bitte schaff keine dritte mehr. Und ich muss hoffen, dass da, ja, was Schwaches ist. Gegen meine zwei verbleibenden Pokémon. Gut. Wechseluhr runterlaufen lassen. Aber selbstverständlich, dass du eventuell abfangen kannst. Wie sieht's mit meiner Energie bei Bisaflor aus? Na ja, dein eigenes Empoleon. Na perfekt. So, ich habe 2 Aquabitzen. Du holst natürlich zur Attacke aus. Das war jetzt doof. Ich hätte sofort wechseln müssen. Ich hätte sofort wechseln müssen. Jetzt hast du schon 3 oder 4 Energie oder so. Ich hätte sofort wechseln müssen. Ärgerlich. Das werde ich aber noch knapp überleben. Oder werde ich das knapp überleben? Toxicroak, Doppelwasser. So, und jetzt kannst du runterfarmen. Perfekt. Das sind so diese nervigen Reichweiten. Vor allem mit einer Sofortattacke, die nicht sehr effektiv ist. Da kann man noch mehr farmen. Na gut. Das ist vorbei. Du schillest hier. Ja, mein Empoleon hat fast nichts mehr. Das ist außen vorbei. Dann gehen wir mal flott hinaus aus diesem Schneckenhaus. Und wagen es nochmal. Aber im Allgemeinen gerade wenige XL-Pokémon, oder?
Ich glaube, das ist ganz klar im Algorithmus einprogrammiert. Wenn man selbst keine XL hat, hat der Gegner auch keine XL, ist ja wohl. Klar, der Algorithmus. Ihr wisst gar nicht, wie ausgetüftelt der ist. Der ist krass ausgetüftelt. So, hier wechsle ich, glaube ich, aggressiv. Denn wer weiß, was ich da noch, was ich rauslocken muss. Okay, wir locken wieder das Kampf-Pokémon raus. Alles klärchen. Wenn es mal wieder länger dauert, einfach eine kleine Pause gönnen. So läuft es nämlich. So muss es laufen. Ganz schlimm irgendwie in den letzten Tagen wieder die Server. Also wirklich, das ist völlig normal. Das ist komplett normal. Du entscheidest dich für komplett runterfarmen. Was ich nicht so toll finde, vor allem weil du Krypto bist und zwei Steinhagel, glaube ich, ausreichen. Dann schauen wir mal, wie wir das machen. Wenn du Kreuzhieb einsetzt, dann aber mal holla die Waldfee. Okay, Steinhagel. Perfekt, den zweiten schilde ich nicht. Und dann bekomme ich hoffentlich die Flora-Statue durch. Nein, also es könnte noch der Kreuzhieb kommen. Du gewinnst den Gleichstand. Soll ich gleich drücken? Okay, du hast nicht gedrückt. Sehr schön. Mal schauen, ob du das schildest. Jetzt müssen wir hoffen, dass Sumpex dann am Ende gewinnen kann. Obwohl. Ah, schade. Ich wollte noch eine Attacke und dann wechseln. Ich dachte, du holst dir vielleicht extra Energie, weil du weißt, ich habe noch keine Flora-Statue. Ah, da wollte ich den Steinhagel abfangen. Das war schade. Das war jetzt ein bisschen schade. Okay. Dieser Floor am Ende. Perfekt. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Läuft gerade, oder? Mit den seltsamen Teams. Nö, also da. Was will ich da noch machen? Nicht allzu viel. Da hätte garantiert Bisaflor gegen irgendeines meiner Wasser-Pokémon gekämpft. Bisaflor, Wasser, Wasser. Ja, eventuell. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Aber, oh doch, hier war Galaflunschlick sogar mal. Stimmt, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Galaflunschlick habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, langsamer Wechsel. Was mache ich denn? 2, 3. Das Problem ist, oh, mit Sumpex, ich hätte eigentlich auf Sumpex gehen sollen. Ich hätte auf Sumpex gehen sollen, weil hier sind diese nervigen Attacken neutral, weil ich Stahl bin. Und drüben, so dreimal, sind 9 Züge plus die Ladeattacke einleiten, sind wir bei 10. Mal schauen, ob du schildest. Aber immerhin habe ich hier mit den Kaskaden auch ordentlich Druck. Ja, Empoleon hat schon seine Vor- und Nachteile. Na gut, jetzt ist aber das Problem. Also für dich, ich kann einmal schilden und runterfarmen. Ist dann eventuell später noch ein bisschen doof. Aber, okay, Sturzflug. Das hätte ich überlebt, glaube ich. Nitro-Ladung ist doch neutral und Sturzflug habe ich eine Resistenz. Ich glaube nicht, dass das mehr Schaden verursacht hätte als eine Nitro-Ladung. Also nicht nur, ich glaube nicht, ich habe das mal nachgesehen, weil es jemand in die Kommentare geschrieben hat, hey, wäre es vielleicht da möglich gewesen, Sturzflug einzusetzen? Nö, wäre es nicht. Okay. Das wird, obwohl du bist nicht Krypto, bin ich mir nicht sicher, aber das wird vermutlich reichen, doch klar. Das wird reichen. Na und jetzt schauen wir mal, was da so kommt. Okay. Okay. Ha. Das ist irgendwie so genau das Gegenteil von meinem Team. Wenn ich das nicht gewinne, dann wäre das ein wenig traurig. Das war schlau, dass du das nicht schildest. Holla die Waldfee. Das war echt schlau, dass du das nicht schildest. Dann hätte ich sofort rübergehen müssen eigentlich. Denn schaffst du jetzt 2 Loe-Kanonaden? Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. 2 Loe-Kanonaden überlebe ich nicht. Jetzt kannst du einmal schilden und dann mit etwas Glück. Oder die Drachenklaue zum Beispiel. Ich hätte einfach drin bleiben sollen, ganz ehrlich. Okay. So, keine extra Energie geholt. Das heißt, dieser Sumpex hat noch Energie drauf. Und wenn es ein Erdbeben oder Schlammwoge, überlebe ich die? Naja, das ist nicht Krypto. Das gegnerische Sumpex ist nicht Krypto. Du darfst nicht zu gierig mit der Energie sein, alles klar. Aber das Sumpex hat auf jeden Fall sehr viel Energie. Das war mein Team, nur in komplett schwach gegen mein Team. Nämlich Wasser, Doppelfeuer hinten drin. Ach, das hab ich doch mal gespielt.
Ja, Oniantic. So, dankeschön. Das habe ich doch mal gespielt. Sumpex Doppel Fiaro habe ich es genannt. Oder irgendwie so in der Art. Okay. Ohne XL. Keine XL. Ich meine, es ist nicht so, als würde man sie benötigen. Natürlich, durch XL ergeben sich jetzt einige neue Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Ein starkes Unlicht-Pokémon wie Nachtara. Aber, so, das ist ja auch schon in der Superliga, man kann auch ohne Azumarill gewinnen, einfach wenn man sich darauf einstellt und die Konter dagegen nimmt. Okay, das ist suboptimal. Dann machen wir mal den hier, bin ich mir unsicher. Und locken ein Gyarados raus. Bisher gab es nur Möglichkeiten eigentlich oder Situationen, wo ich sage, Schlammboge wäre besser. Ja. Vor allem mit dem Team. Ich muss vielleicht von meinem Erdbebentrip ein bisschen wegkommen, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal. Wenn ich einmal schilde, kann ich dich zu einem Schild zwingen. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Versuchen wir es. Also. Genau, natürlich. Die XL haben jetzt so einige Möglichkeiten hier eröffnet. Aber es ist nicht so wie in der Meisterliga jetzt, zum Beispiel in der offenen Meisterliga mit komplett XL. Es ist ja nicht so, als könnten Leute mit XL ihr Sumpex auf 3000 pushen. Ein Nicht-XL-Sumpex bleibt noch immer auf 2500, so gesehen. Na klar, man hat weniger Alternativen. So, und wenn du nicht einsetzt, dann komme ich nochmal zur Attacke. Ich könnte... Das habe ich noch... Spielen wir doch nicht so. Ich habe überlegt... Oh... Bekommst du hier noch Energie? Ich habe überlegt, Schilden und nochmal zur Attacke zu kommen, weil ich glaube, ich hätte das dann auf 0 Schilde runtergehen gewinnen können. Aber wir machen das so. Wir farmen einfach hier hin und ja, also wie gesagt, die Server von Niantic in letzter Zeit sind top am Start. Top, die Wette gilt, aber sowas von. So. Und schauen wir mal. Was war das? Ich hoffe, das war das... Voltula, Voltenso, Voltulos, Voltubal. Warum schildest du? Warum bitteschön schildest du? Kannst du aufhören, da zu schilden? Das ist nur neutral eigentlich. Das ist nur neutral. Wir heben uns das mal auf. So, bitte nicht abfangen. Bitte nicht abfangen. Bitte nicht abfangen. Bitte nicht abfangen. Okay. Das wird nicht reichen. Und jetzt flott rüber und mit Kaskaden den Rest erledigen. Das ist meine Senkung noch dazu. Oh, das macht nicht so viel. Das macht nicht so viel. Jetzt muss ich einmal schilden hier. Ey, wenn du auf Anfallen gehst. Wenn du jetzt auf Anfallen gehst. Trau dich. Ey, sie machen es alle. Wirklich. Prozentuell gesehen. Ihr könnt einfach durchlassen. Ihr könnt einfach durchlassen. Der geht auf Anfallen. Aber ich muss sagen, und das war nicht live im Video. Ich hatte neulich keine Schilde mehr. Und jemand ist auf Anfallen gegangen, wo es nicht sehr effektiv war. Gegen mein Vulnona. Ist eventuell eine krasse Strategie, die ich noch nicht so ganz verstanden habe. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Aber ja. So. Runterfarmen. Versuch runterzufarmen, bitte. Okay. Okay, 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 okay. Das wird aber nicht reichen. Das wird nicht reichen. Oh. Vielleicht hätte ich doch nicht ganz aufladen sollen. Oh, schaffst du zwei? Weil ich glaube... Oh doch, einmal anfallen reicht. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Was soll das? Hätte ich mir den Schild nur aufgehoben. Ich wusste, dass der Anfallen kommt. Es war relativ klar. Es war wirklich klar wie Kloßbrühe. Aber gut. Vielleicht beim nächsten Mal die Führung ausspielen gegen hier ein XL-Pokémon. Aber wissen wir nicht. Schauen wir mal. Also genau. Voltula, auch XL. Kann man anders nicht spielen. Aber braucht man es, um zu gewinnen? Offenbar, denn ich habe ohne XL verloren. Also kann ich sagen, oh, das Team ohne XL ist ultra schwach. Wisst ihr noch, die Folge mit Voltenso, XL? Boah, das war ja ultra stark. Voltenso hat ja alles vernichtet. Ich glaube, ein 3:7 habe ich damit gemacht. Das war schon sehr heftig, das Voltenso. Okay, und... Komm, setz ein, bitte. Ach, warum setzt du nicht ein? Ich will, dass du einsetzt und dann muss ich wechseln, um irgendwas rauszulocken. Dein XL Fiaro vermutlich. Aber natürlich, unterm Strich, ganz klare Sache, hat man einen Nachteil ohne XL, weil man weniger Pokémon zur Auswahl hat. Man kann nicht so viele verschiedene wählen. Aber
wenn man es vergleicht mit der Meisterliga, wo es keine WP-Begrenzung gibt, da sind Welten dazwischen. Da liegen Welten dazwischen. So, du setzt hier noch ein. Okay, interessant, interessant. Also Welten im Unterschied, ob man XL hat oder nicht. Weil in der normalen Meisterliga, wo es keine WP-Begrenzung gibt, da kommt man ohne XL dann nicht mehr an. Ganz klare Sache. Die einen spielen mit einem Level 40er Mewtwo, die anderen mit einem Level 50er. Aber es ist ja nicht so, als ob ich hier jetzt... mit einem Level 40er Empoleon kämpfe und die mit XL kämpfen mit einem Level 50er Empoleon. So ist es ja nicht. Nur man hat eben Zugang zu weiteren overpowerten Pokémon, wie zum Beispiel Nachtara. So, es ist in jedem Kampf, durchgehend in jedem Kampf, das ist kein Einzelfall und kein Zufall, die Server wirklich ganz verrückte Sache. Ganz verrückte Sache, aber ich meine, ich freue mich ja, dass zumindest das Interface eingeblendet bleibt. Und offenbar hat der Gegner auch die Probleme jetzt und hat dann noch eingelocht. Ich dachte, er will einfach komplett runterfarmen. Schlauf, ja genau, und da sieht man auch, einfach nicht aufgeladen, dass du da noch eine Attacke durchbekommst. So. Ich weiß natürlich, dass es nicht sehr effektiv ist, aber das in Summe mit Sofortattacken wird, glaube ich, reichen. Und mein Plan ist, dass ich freue mich, wenn du nicht schildest, und jetzt runterfarmen. Das wird ein teures Runterfarmen. So, jetzt bist du vermutlich so auf 0 Energie. Das wird ein sehr teures Runterfarmen. Schauen wir mal. Oh, sogar Matschbombe, perfekt. Bitte klapp, bitte klapp, bitte klapp, bitte klapp. Nein, jetzt hast du sie. Oh, doch nicht. Perfekt. Oh, genau so war das geplant. Genau so war das geplant. Ich wollte, dass du nicht schildest. Kann man im Nachhinein jetzt natürlich so sagen. Schilling, du Schlingel. Nein, 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 nein. Ich dachte nach Tara, was mache ich? Was mache ich? Das ist kein Köder. Das ist jetzt kein Köder. Es tut mir leid. Bitte schilde. Ja. Es tut mir wirklich sehr leid. Es tut mir echt sehr leid. Es tut mir einfach unfassbar leid. Das war gerade nicht so gemeint. Das war gerade echt nicht so gemeint. Und sofort. Das wirklich. Es hat geklappt, aber Flora, Statue und Matschbombe, da ist so wenig Energieunterschied. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, die Person wird sich jetzt ärgern. Das tut mir sehr leid. Ah. Ach, die Flora-Statue. Wirklich, es tut mir leid. Ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen. Ich bin nicht so jemand, der mit Flora-Statue und Matschbombe ködert. Und das gegen Bisaflor war wirklich, ich meine das ernst, ich wollte, dass du nicht chillest und dass ich perfekt runterfarmen kann. Ich hatte fast 100 Energie. Ich war ideal, genau kurz vor 100 Energie. Und ja, das Gute an Bisaflor ist eben, dass man durch Matschbombe anderen, also Kontern, auch ordentlich was zusetzen kann. Mit Konter meine ich jetzt zum Beispiel ein Feuer-Pokémon. Matschbombe macht ultra viel Schaden. Zwei Matschbomben und dein Glurak ist aber komplett weg vom Fenster. Und das ist eben eine feine Sache. Im Vergleich, Roserade hat Meteorologe vom Typ Feuer. Jetzt mit der Community der Attacke und dann vermutlich Strauchler. Natürlich, man kann es auch mit Matschbombe spielen, aber ja, das ist eher so das Moveset und dann kann man gegen Feuer-Pokémon nicht wirklich viel unternehmen. Jo. Also man kann auch die nervigen Nachtara XL-Pokémon so irgendwie besiegen anscheinend. Na, ohne XL. Empoleon. Okay. Ich glaube ich... Moment. Ah ja. Na gut, wir machen... Bin ich mir unsicher? Bin ich mir unsicher? Ich würde gerne, dass du Octazooka einsetzt und ich dann rauswechsle. Ich hätte sofort, wenn dann in den Empoleon reingehen müssen. Aber auf der anderen Seite Wasser ist da ja auch... Okay, schauen wir mal. Octazooka kommt. Da ist sie auch schon. Ich bekomme natürlich die Senkung, weil... Ja, das ist 50%. Das ist wirklich nicht so, dass man sich aufregen müsste wie 12,5% zweimal hintereinander. Aber jetzt musst du natürlich nicht schilden, weil es relativ wenig Schaden verursacht. Aber hier machen die... Soll ich drücken? Ah, oh, schade, okay. Hier machen die
Feuerodem auch sehr wenig. Du hast hier nichts gegen mich, auch nur annähernd. Bitte nicht zweimal hintereinander, komm schon. Jawohl. Zwei. Drei. Okay, ich glaube, ein viertes Mal wäre auch noch drin gewesen. Aber ich bin mir jetzt unsicher, ob du sofort eingesetzt hast und so weiter. Und so. Und so fort. Gut. Ich habe den Schildvorteil, aber zwei gelbe Pokémon. Und mit gelb meine ich nicht die Farbe, sondern ihre KP. So. Impoleon. Ich glaube, das Ding hat sich null Energie geholt, oder? Wieso sind unsere Attacken nicht synchron? Muss man nicht wissen. Das muss man nicht wissen. Zweimal Impoleon. Beide beginnen gleich. Und unsere Attackenanimation ist nicht gleich. Das muss man definitiv nicht wissen. Nö, muss man nicht wissen. Ja, es passiert wirklich in jedem Kampf. Es ist verrückt. Einfach nur verrückt. Ganz genial. Richtig genial. Da kann man schön mitzählen bei den Sofortattacken. Das ist Gaming auf Top-Niveau. Na gut. Ich habe zwei Schilde. Ich habe zwei Schilde. Moment, was war denn Impoleon? Ach so, ja, Impoleon Doppeldrache. Nein! Impoleon Doppeldrache. Bitte, Bohrschnabel. Komm schon, blinder Bohrschnabel. Hey, du hast Bisaflor erwartet. Blinde Aquahobbitze, obwohl ich ein Bisaflor vorne hatte? Hä? Wasser? Nicht sehr effektiv? Was macht ihr? Was ist da los? Was ist da los? So. Ich werde versuchen, runter zu farmen. Bitte, 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 bitte. Jawohl. Okay, Dragoran, komm. Gib mir Dragoran. Nein. Das ist kein Dragoran. Was? Das Team geht Impoleon, Cedra King, Dragoran. Ganz einfach kopieren. Impoleon, Cedra King, Dragoran. Das ist echt nicht so schwer. Muss man nur kopieren und dann gewinnt man. Nein, Quatsch. Ich hätte echt mit einem Dragoran gerechnet, aber das geht natürlich auch in Ordnung. Das geht definitiv auch in Ordnung. Okay. Cedra King, ich muss sagen, ich hatte Glück, dass ich bei Impoleon nicht die Senkung abbekommen habe. Weil die ist nicht nur meine Stufe, die ist um zwei Stufen und das tut schon weh. Das tut wirklich weh. Und so habe ich sogar ein Schild bei Impoleon bekommen. Also von Impoleon gegen Impoleon. Das war schon genial. Für eine Wasserattacke, die nicht so effektiv ist. Genau. Blinde Aquahobbitze, obwohl du vermutlich vermutet hättest, dass mein... Oder du hast den 500 IQ-Move gemacht... Und du hast eben gedacht, dass ich habe gelacht in der Nacht und dass ich eben nicht Bisaflor reingeholt habe, sondern meine perfekte Antwort gegen Impoleon. So, Bisaflor, Rex Blizzard. Oh, wie ich das hasse. Wirklich, also das ist doof. Das ist wirklich doof in der Führung, denn das Ding braucht so wenig Energie. Okay, ich habe eine Attacke extra geschafft. Ich habe eine extra geschafft. Ich hoffe, du schaffst sie nicht extra. Dann bleibe ich eventuell drin. Und... Oh, du hast sie nicht extra geschafft. Moment. Aber ich habe jetzt nicht... ich brauche sieben und habe ich zwei extra gemacht? Ah, ich werde nicht versuchen abzufangen. Wir machen... Oh, danke! Danke! Ja, lasse ich jetzt. Ich will nicht auf null Schilde gehen. Das ist echt krass. Seht euch an, wie... Oh, wie heftig man diese Führung verliert als Bisaflor. Und ich kann mit den anderen Pokémon auch nichts machen. Rex Blizzard ist nervig. Warum bekomme ich die direkt zweimal hintereinander? Al? Was ist da los mit dir, Al? Okay. Ah, Unsicherheit macht sich breit bei mir. Vor allem, weil du jetzt noch eine Sofortattacke extra durchbekommen hast. Also, nicht durchbekommen, du konntest sie noch farmen. 4, 5, 6, okay. Unsicherheit macht sich breit. Noch zwei Sofortattacken, dann drücken. Okay. Willst du sofort wechseln? Sturzflug und dann rauswechseln. Das geht natürlich auch in Ordnung. Das geht natürlich auch in Ordnung. Wisst ihr, was ich machen muss? Warum bist du noch nicht mehr K.O.? Kann das jemand verstehen? So. Ich habe versucht, runter zu farmen. Das wirst du nicht schilden, vermutlich. Oh, da schildest du. Okay.
Weil deine Charms sind ja nicht so effektiv. Kann ich runterfarmen oder kommst du zu noch einer Attacke? Okay. Und du holst wieder aus. Ich hätte einfach weiter angreifen sollen. Was ist das? 6 Züge schon extra. Was willst du noch alles? Was machst du? Oh, schade. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Weil hier hätte ich die Attacke bereit gehabt. Ich hätte gehofft, du schildest nicht. Dann habe ich 2 Aquahobitzen noch und so weiter und so fort. Ah. Na gut, kann man nichts machen. Waren die 2 extra Charm dafür verantwortlich? Eventuell. Das ist so, als würde ich 3 Sekunden lang einfach nur rumstehen. Na gut, das ist ja aber auch keine Seltenheit in Pokémon Go. Irgendwie schade, dass sowas oft über Sieg oder Niederlage entscheidet. Da kann man nichts machen. Da kann man wirklich nichts machen. Bisaflor gegen Togekiss. Ist gut. Außer du hast Luftschnitt als Sofortattacke. Wirst du gleich rauswechseln? Nö. Zählen wir die Attacken mit. 17, 15. Das ist ideal. Jeder Kampf. Kein Kampf ohne, oder? Scroll zurück. Kein Kampf ohne. Okay, ich muss umrechnen. Ich bin bei 8 Attacken mal 2 Züge. Da sind wir bei 16. Ja, genau. Überhaupt keine Ahnung. Ich kann doch jetzt keine Rechenaufgabe hier machen. Und vermutlich hast du Aeroas. Antikkraft. Perfekt. Perfekt. Natürlich schildert man Antikkraft. Wäre ja völliger Schwachsinn. Ja, genau. Also das ist schön. Einfach immer kurz Standbildschirm. Und dann schaut man irgendwann, wo wird man wieder aufwachen. Wo geht's hier heiter weiter mit dem Spiel. Jetzt willst du aber abfangen. Oh nein, doch nicht. Interessant, interessant. Weil das besiegt dich. Das besiegt dich jetzt definitiv. So, deine Win-Condition wäre gewesen, den Boost bei Antikkraft zu bekommen. Setzt du sofort ein? Ja, du setzt ein. War ich mir jetzt unsicher. Boah, ich hätte mir so viel Bonusenergie holen können bei Togekiss, wenn ich gewusst hätte, wie es mit deinem Energiehaushalt aussieht. Ich glaube, ich verliere den Gleichstand, deshalb setze ich nicht ein. Ah ja, perfekt. So, perfekt. Eigentlich bin ich doof. Moment, wartet mal. Ah, ich habe zu viele getroffen. Warum habe ich sofort eingesetzt? Ich habe mich irgendwie richtig gefreut. Das war relativ dumm. Aber ich habe schon gedrückt. Ich schilde hier. Oh, das war ja richtig dumm von mir. Der Gegner hat erst 2 Kaskaden gemacht, aber sorry, ich war gerade mit dem Energiehaushalt so verloren. Ich hätte hier noch mindestens 3 Sofortattacken machen können. Aber Minimum. Sorry, Empoleon. Heute nicht für dich. Heieieiei. Ja, aber in der Theorie war's schön. So, Aquahobitze mit Empoleon abfangen. Jo, aber deshalb setzt man manchmal nicht sofort ein. Na gut, ein Zorokex ist hier am Start. Auch das gibt es zum Beispiel in XL. Aber ein ähnliches Pokémon wie Irokex, Barrikadax. Und das braucht man nicht in XL. Also, ich kann so beide Argumente verstehen. Klar. Jedoch auf der anderen Seite ist die Hyperliga jetzt noch zufälliger geworden. Weil manche haben XL, jetzt haben manche Nachtara, jetzt haben dann vielleicht mehr Leute ein Macho, jetzt gibt es mehr Fiaro, dann müssen noch mehr davon sein. Die Hyperliga ist, glaube ich, die zufälligste Liga, die es einfach nur gibt. So, da würde ich gerne mal die Top-Rankings sehen der häufigsten Pokémon, aber das ist komplett anders als die Superliga. In der Superliga sind, würde ich sagen, die Top 10 viel präsenter. Aber hier gibt es wirklich alles. Sämtliche Starter. Es kommen immer mehr Starter dazu mit Flora-Statue. Nein, möchte ich nicht entwickeln. Und die Starter sind eben perfekt. Genauso in der 2500er WP-Reichweite. Und ja, ich würde nicht so den Kopf hängen lassen in der Hyperliga, weil man jetzt keine XL haben kann, wenn man noch nicht Level 40 ist. Die Meisterliga. Dafür stehe ich jegliche Kritik. Die ist einfach kaputt. So. Jetzt vor allem mit den einfachen XL-Bonbons für Legendäre. Oh, 500 Kämpfe geknackt. Na gut, dann würde ich mal sagen, soll es das mit dieser Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.